Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen, zu einer neuen Folge. Days Gone, freut mich auf jeden Fall, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ein nettes Geschenk für die Lisa besorgt. Sie ist aber immer noch unglücklich. Naja, kann man nichts machen. Anscheinend. So, ich gucke mal. Wir müssen auf jeden Fall mal unser Bike nachtanken. Ich glaube, das war hier hoch. Und dann hier zum Mechaniker, oder? So. Gucken, was der für uns tun kann. Na? Andersrum? Steht das Bike im Weg? Ich glaub's nicht, ey. Oh Mann. So. Mal gucken. Leerer Tank, ne? So, reparieren brauchen wir es nicht. Nachtanken werden wir es mal. Echte Sprettschleuder. So. Ja, unsere nächste Aufgabe. Ihr wisst Bescheid. Wir wollen hier hinten hin. O'Leary Mountain Versteck. Und da können wir jetzt auch schnell hinreisen. Und das machen wir jetzt. Mal gucken. Wie das funktioniert. Kostet natürlich Sprit. Und natürlich auch Zeit. Dann sind wir hier. Aber da werde ich mal reinfahren. St. John, schau an Peaceful Lake vorbei, wenn's passt. Ah ja. Upland, verstanden. St. John, Ende. Hier hinten kann man ja sicherlich auch tanken, ne? Benzin wäre nicht schlecht. Oh, dann mal los. Die Frage, kann man da unendlich Benzin zapfen? Komm vorbei, ich habe Arbeit für dich. Jetzt hat sie plötzlich wieder Arbeit für mich. Wir waren gerade da. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Gegen Ende. Ah ja. So, gucken wir mal, was unser guter Buser da oben macht. Nochmal ein bisschen Munition mopsen. Hey, warum antwortest du nicht? Yep. Ich weiß nicht, ich war... Moment mal, warte. Ich bin okay. Ich versuche es, okay? Du hast Fieber. Mir platzt die Birne. Du hast Fieber. Nein, ich bin nur müde. Okay, bleib hier. Ruh dich aus. Ich überlege mir was. Hör zu, ich brauche keinen Babysitter. Mir geht's gut. Shit. Komm schon. Denk nach. Hier, komm. Ich zeig dir, was wir suchen. Jupp, gefunden. Oh. Okay, komm, konzentrier dich. Ich bin hochkonzentriert. Okay, also dieses Exemplar hier heißt Lavandula angustifolia. Lavendel. Naja, solange ich den Studienkredit abbezahle, bleibe ich bei Latein, aber ja. Bezahlt ist bezahlt. Gut so. Okay, los, deine Hände. Okay, jetzt legst du die eine Hand um die Blume und die andere an den Stängel. Okay. Genau so. Und dann ziehst du langsam... Hey, ich kann Unkraut jäten. Entschuldige bitte, das ist kein Unkraut. Vorsichtig. Und doch zupacken. Oh ja, aber nicht zu fest.
Okay, bereit? Mhm. Los. Na bitte, das war perfekt. Ja. Oh. Das riecht aber nicht gerade gut. Okay, du machst hier weiter und ich sammle noch mehr. Also, warum Lavendel? Tja, die Leute im Labor sind ganz schön aufgeregt. Sie glauben, sie haben eine Unterart, die mutierte Monoterpenoide enthält, die wiederum ein modifiziertes Linalol produzieren, das... Das ist so... Oh Mann, danke, Einstein, danke. Sorry, sie enthält eine Chemikalie, aus der wir eine neue Arznei herstellen können. Für Brandopfer. Wo ich herkomme, nutzt man nur Kraut, das man rauchen kann als Arznei. Busa kennt einen Typen mit einer Plantage 3 Meilen von hier. Oh, na toll. Busa wird noch im Gefängnis landen und dich nimmt er mit. Und was macht ihr sonst noch so? Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, sowas? Nein. Also, ich nicht. Ach ja? Es steht in meinem Vertrag. Meine Forschungen dienen keinem militärischen Zweck. Hier drüben ist noch mehr. Warte, stopp. Ach komm, das Wasser ist sicher herrlich. Warte mal. Was ist los? Damit kannst du weitermachen. Komm, was ist? Eine lange Geschichte. Schon okay. Dann laufen wir halt. Ich laufe gern. Naja, dann erzähl mir doch was von deinen Pflanzen. Okay. Also diese spezielle Art hier ist adventiv. Du willst, dass ich dich frage? Das bedeutet ursprünglich nicht von hier. Du kannst Ogden dafür danken. Wem? Oh, scheiße, ich hab gefragt. Peter Skeen Ogden, der erste Entdecker, der durch diesen Teil Oregons kam. Er und einige der anderen frühen Forscher brachten ihre Heilkräuter und Pflanzen mit hierher. Einige gingen verloren und wachsen jetzt hier. Hauptsächlich an den Ufern von Seen und Teichen. Der erste weiße Entdecker. Wow, sieh an. Macht voll auf politisch korrekt. Glaub nicht alle Vorurteile, die du über Biker hörst. Wir sind eigentlich ziemlich nett. Glaube ich. Im MC gibt's auch Schwarze. Einer ist Vollmitglied. Ich glaube, ich habe hier bisher noch keinen einzigen Schwarzen gesehen. In diesem komischen, kleinen Kaff. Ja, Jack lässt ab und zu ein paar aus Sacramento herbringen, nur um den Skinheads hier eins auszuwischen. Macht er nicht. Nein, macht er nicht. War nur ein Witz. Jersey Jim ist ein alter Kumpel von mir. Ich habe ihn eingeführt. Wir waren in der Einheit. Komm mal zum Clubhaus, dann zeige ich dir alles. Würde dir gefallen. Er ist witzig. Er macht eine fiese Margarita. Naja, ich muss Montag früh im Labor sein, also. Wir sind um 10 wieder in deinem Bett. Versprochen. Wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Okay, und jetzt pflücke ein paar. Lavendel. Ich soll Lavendel pflücken. Yep. Und bring mir 3 Pflanzen. Zerdrücke sie nicht. Oh, ich werde sie zerdrücken. Na los. Hab eine. Schön für dich. Okay, gibt's hier noch irgendwo was anderes? Ah, da drüben. So, Lavendel, wir haben's gehört. Da wird eine Arznei hergestellt für Brandopfer. Ja, yep, mach weiter. Die letzte. Gut, bring sie her. Für dich. Wow, es gibt also noch Kavaliere in Fairwell. Keine Ahnung, aber mit denen verschwinden habe ich nichts zu tun. Hey. Oh. Die Arme. Hey, ist das Zeug, das wir nachher rauchen? Nein, dieses Zeug trinken wir nachher. Ich mache so einen super Kräutertee. Ist klar. Hey, alles klar. Wenn du rüberkommst, dann mache ich dir einen, solange du mich nach Hause fährst. Alles klar, gut. Ja, du wirst schon sehen. Und für mich holen wir unterwegs noch ein Bier. Für mich holen wir unterwegs noch Bier. Jawohl. So, ich denke mal, das war hier ein Wink mit einem Zaunpfahl. Wir müssen jetzt Lavendel pflücken, damit das Fieber runtergeht. Glaube ich zumindest. Mal gucken.
Ich kann Unkraut jagen. Jawohl. Das heißt also, wir müssen jetzt Lavendel pflücken. Können wir mit ihnen sprechen? Noch nicht. Okay. Würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Um Lavendel zu pflücken. Wo finden wir Lavendel? Jetzt konnte ich natürlich gerade in dieser einen Szene mit Sarah nicht gucken, wo wir das Lavendel gefunden haben. Aber das war ja irgendwo am See. Okay, wir müssen da hoch. Da müssen wir hin. Dann fahren wir da hin, würde ich sagen. Oh, da draußen ist wieder... Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor... egal. Hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Ende. Wie auch immer, ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen. Also hör auf, hier rumzumotzen. Okay, tut mir leid, Bruder. Ich dreh hier nur langsam durch, weißt du? Keine Sorge, Bushman. Wir fahren nach Norden. Ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lang. Hörst du? Ja, Ende. Ike, hörst du mich? Ich hatte ein bisschen Zeit. Oh Gott, jetzt geht's, glaube ich, los, Freunde. Hordenstrategie. Die beste Strategie gegen eine größere Horde ist oft, sich mit guten Waffen und Ressourcen einzudecken, besonders wenn man unvorbereitet ist. Erkunde die Umgebung und entwickle einen Notfallplan, bevor du versuchst, sie zu erledigen. Ich hab was für dich. Bushman, danke, Bruder. Ich komm rum. Oh Gott. Das sind einige. Okay. Sollten die Horden nicht erschrecken. Okay, da kann man zum Beispiel hochklettern. Das wäre jetzt zum Beispiel mein Notfallplan. Aber da kommen die wahrscheinlich auch hoch, die Borschis. So, und hier ist noch einmal Lavendel. So, das haben wir. Kehre zum Boozer zurück. Also, ich habe jetzt bisher noch keine Lust, mich wirklich mit Horden anzulegen. Die sind einfach noch zu schwach, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall die erste große Horde, die wir bekämpfen könnten. Boah. Mies, mies, mies. Hier, das wäre der Notfallplan. Die hierher locken und dann auf die Benzinkanister schießen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oh, mal gucken, ob wir den guten... Uiuiui. Den guten Boozer helfen können mit der Salbe. Die alle? Nee, sind sie nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, die wird verfolgt. Schon hallo, Sister. So, hier gehen wir nochmal ganz kurz tanken. Nein, nicht absteigen. Falsche Taste. So, jetzt. Ah, gutes Timing. Das war's. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich muss hoch, ne? Er wird ja jetzt nicht unten sein.
Hey, Boozer. Gott, verdammt! Schon komisch, ich habe mich gerade erinnert. Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen, okay? Ich habe mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Mein Arm ist so gut wie neu. Na schön. Okay, ich lasse sie einfach liegen und... Hey! Gib mir ein paar Tage. Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Ja. Okay. Er ist ganz schön böse. Können wir uns hier nochmal Munition nehmen? Eigentlich sind wir ja voll, oder? Gucken wir mal, ob er sich noch... Er nimmt sich trotzdem nochmal was raus. Ein Medikit, obwohl wir voll sind. Okay. Naja, gut. So, diese Mission haben wir auch hinter uns. Ich hoffe, dass Boozer gesund wird, dass wir dann in den Norden reisen können. So, und ich gucke mal, wo wir jetzt als nächstes hin rutschen. Copeland Camp. Ja, da müssen wir auch mal wieder hin, stimmt. Können wir da auch schnell hinreisen? Da geht's wieder nicht. Doch, hier, schnell hinreisen. Wunderbar, machen wir. Ja, ich höre. Was ist? Es gab einen Angriff. Ripper. Ein paar Dutzend. Vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Die Kleine, um die du so besorgt warst? Ja, Lisa. Warte, Moment. Was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Sie nahmen sie und drei andere mit. Elkai folgte ihnen so weit, wie es ging, aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Er kam zurück, um Hilfe zu holen, aber... Verdammt, okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Oh Mann, Freunde. Ihr habt gehört, Lisa ist gefangen genommen. Ich gucke mal, dass ich hier vielleicht noch irgendwas aufmotzen kann. Leistung, mal gucken. Na, wir haben nicht so allzu viel. Motor, Auspuff, können wir mal gucken. 1200, Freunde. 1200. Auspuffanlage. Immer noch nicht. Lachgas haben wir, Reifen haben wir, Optik. Ja. Ja. Muss alles erstmal nicht sein, glaube ich. Nee. Ich krieg später mehr rein. Okay, mal gucken, was ich hier noch machen kann. Warum muss ich eigentlich jetzt hier zum Copeland Camp? Ich weiß es nicht. Ich schau nur. So. Flintenmunition. War das alles? Na klar. So, was haben wir hier? Handfeuerwaffen, Schalldämpfer. Na, einen Schalldämpfer brauchen wir. Obwohl, Schalldämpfer. Ah. Nicht wirklich, oder? Na dann. Okay, das haben wir auch. Hier können wir noch ein paar Öhrchen verkaufen. Scheiße, Deke. Hast du es schon gehört? Schwarze Helis. Nero fliegt noch. Ist das denn zu glauben? Warte, was? Wovon redest du? Na, Cope redet dauernd davon. Er sagt, es beweist, was er schon immer gesagt hat, dass die hinter all dem Scheiß stecken. Weißt du, was ich meine? Dieser ganze Verschwörungsscheiß. Glaubst du, er hat recht? Copeland? Recht mit irgendwas? Nein, Jess, wohl kaum. Copeland steht auf alternative Fakten, okay? Er hat keine Ahnung. Aber pass auf, wenn du einen schwarzen Heli siehst, einen Nero-Heli, dann sag mir Bescheid, okay? Ja, okay, Deke. Wie du meinst. Yep. So, das war's auch hier. Hey, danke und wir sehen uns. Wir sehen uns, haust rein. Ich will noch mal ganz kurz hier hin, bevor wir...
Copeland sprechen. Ja, wir haben Wolf zum Abgeben. Hast du Bock auf Wolf? Das ist alles für heute. Ich hoffe, es reicht. Wir sind sowieso alle zu fett. Dick, gut. Ich habe was Interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Cobb. Ich habe zu tun. Dich interessiert dein Ripper-Camp nicht? Hier, in der Cascade-Wildnis. Ripper? Hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Boozer angegriffen? Ich habe Boozer auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cobb? Oben, bei Separation Meadow. Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Oh, so. Gut, dann gucken wir mal auf die Karte. Wir müssen auf jeden Fall Lisa befreien. Wir sind dort. In Stücke zerrissen. Das ist auf jeden Fall unsere nächste Mission. Gucken wir mal. Das war... Das Stück werden wir fahren. Aber ich glaube, das kostet auch mehr Kraftstoff, wenn man jetzt Schnellreise benutzt. Und jetzt ist gerade noch hell. Ah, das ist sehr nett von dir. Das ist sehr, sehr nett von dir. Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere gute Lisa befreien. Die wurde von Rippern gefangen gehalten. Und nicht, dass die scheiß Ripper, die Meuchel, diese Meuchelmörder, die was antun. Deswegen müssen wir ganz schnell dahin und so ein bisschen Krawall machen, würde ich sagen. Okay, wir müssen hier wieder schön durch den dunklen Tunnel. Oh, oh Mann, eigentlich schon wieder erschreckt, ey. Wahnsinn. So, nicht so nah ranfahren, würde ich sagen. Wir lassen unser Bike jetzt hier irgendwo stehen. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie Gegner finden. Es sieht nicht danach aus. Ja, Leute, wir wollen Lisa befreien. Das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr auch. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, gebt eine Bewertung, gebt ein Däumchen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao.